Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute den Kategorieanhänger hier den Fiegel ASW 261 hier vorstellen. Hier, der ist schon mal sehr interessant, finde ich, das Ganze. Der kostet hier 35.000 Euro in der Anschaffung und 1785 Leasing. Wir haben hier eine Arbeitsgeschwindigkeit. Das ist, wenn du den nachher umstellst oder stellst als Miststreuer das Ganze hier noch, dann hast du hier eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km. Wir haben hier einen Leistungsbedarf von 120, besser entsprechend hier 88 kW. Und wir haben, so wie es hier dasteht, ein Ladevolumen von 18.000 Liter. Wir haben hier die Möglichkeit, hier das Design zu ändern. Hier zum Beispiel in Grün oder Blau. Ja, Blau finde ich, sieht es auch noch super aus. Finde ich mal was anderes natürlich, als wie Schwarz immer. Hauptfarbe hier genauso, kannst du hier in diverse Farben hier natürlich hier dir anpassen. Das Ganze. So, dann haben wir jetzt hier den Reifenhersteller Trelleborg. Da haben wir jetzt hier die Standardreifen drauf. Dann haben wir Breitreifen. Dann gibt es hier von Michelin die Standard. Dann hier die Breitreifen. Dann hier haben wir Litzrad auch noch zur Verfügung. Dann haben wir Design, ja. Da haben wir jetzt hier einmal hier das Ganze, ist Design 1 hier, so die Schmutzlappen. Dann haben wir hier Spritzwand mit diese Lappen da. Dann das Ganze jetzt hier, also Kunststoffkotflügel mit die Rückleuchten zusätzlich hier unten. Dann, ja, also das Ganze hier noch einmal mit Spritzwand und hier vorne hier das Ganze mit der Warntafel. Dann haben wir hier seitlich einen Schutz, wie wir sehen. Dann das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen anders haben mit Beschriftung vom Fiegel. Dann jetzt, wie wir sehen, hier da diese Box da. Sieht man jetzt hier auch besser, wenn dann hier die Wand weg ist, dass wir hier die Kunststoff haben. Das mit unten diese Lappen dran. Das Ganze hier nochmal hier mit der Verkleidung hier. Und wie wir sehen, hier ändert sich hier auch wieder was ein bisschen auf die neue Variante. So. Was haben wir als nächstes? Wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, Design hier zu ändern. Da haben wir jetzt hier den Panther, dann hier ein Taurus, dann Alutech, dann wieder Standard. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, jetzt hat sich das wieder verschoben, bisschen blöd. Also jetzt haben wir hier auf untere Kupplung Variante, also mit dem Kugelkopf, dann jetzt hier auf dem Zugmaul, die obere Kupplung. Als nächstes jetzt hier haben wir die Möglichkeit, hier uns Abdeckungen hinzuzufügen. Wie wir sehen, jetzt hier so ein Netz, wie wir sehen. Dann jetzt hier also ein Gitter, so links und rechts zum Aufklappen ist, oder eine Plane. Als nächstes haben wir hier also Kapazität. Da kommen wir hier von 18.000 auf 19.000 hier mit der seitlichen Erhöhung. Dann jetzt gibt es noch die Möglichkeit, hier komplett rundherum auf 22.500. Oder wenn man jetzt den möchte, haben wir jetzt hier einen Miststreuer. Ja, diese Varianten haben wir hier zur Auswahl. Ich finde das ganz cool gemacht. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Aber man sieht hier, er wird auch schon langsam schmutzig. Ich bin ein bisschen mal durch den Schlamm gefahren. Ein bisschen probiert das Ganze. So. Ja, wir können hier, wie wir sehen, hier die Kupplung uns einstellen. Dann jetzt hier kann man mal häckseln tun, das Ganze. Ja, kann man den hier auch noch hier uns ein bisschen mit der Maus hin und her fahren. Ja, bevor ich es vergesse, hier diese Mod ist auch hier für die Konsolen hier verfügbar. So, sind wir jetzt hier Bremslicht, das Normallicht, Blinker, Rückfahrlicht. So. Jetzt fahren wir erstmal hier unsere Kartoffeln mal abladen. So. Jetzt sehen wir jetzt hier, die Räder lenken nicht mit, also von der Achse. So, fahren wir jetzt mal hier rein. Und mir gefällt ganz gut, so wie er ablädt. Das ist sehr gut gemacht.
War ein bisschen blöd am Anfang, dass die da durchfallen, aber ist halt optische Sache. Aber er baut das, finde ich, jetzt ganz gut ab. Er wird relativ schnell leer. Jetzt wollen wir hier mal so zurückfahren. Da geben wir mal 8 auf die Achsen. So, hängt jetzt ein bisschen in der Luft, wie wir sehen. Zieht sie so leicht hoch. Die ist halt nicht so flexibel. So sieht man aber jetzt, wie schön schmutzig es schon geworden ist. So, jetzt bleiben wir mal einfach hier mal stehen. So, da haben wir jetzt hier uns einen Miststreuer. Den habe ich jetzt so gekauft. Das finde ich, sieht ganz cool aus mit den Michelin-Reifen. Immer man sieht hier Zapfwelle und das alles hier, das passt auch ganz gut. Texturmäßig finde ich, das sieht da sehr gut aus. Jetzt hier mit unseren Lichter. So, da habe ich jetzt hier ein MF. So, da klappt man das Ganze mal aus mit X. Schalten. Ja. So. Sehen wir jetzt hier, sieht auch ganz gut aus mit dem Partikelsystem. So, da können wir auch mal ganz kurz mal ausschalten. Da sehen wir jetzt gleich mal nach, ob der jetzt Reifenspuren auch macht. Ein bisschen schwer zu... Ja, er macht Reifenspuren. Bremslicht, hier das Ganze funktioniert hier genauso. Und muss man nach unten schauen, da hat ja hier die doppelte Beleuchtung. So, jetzt fahren wir wieder ein Stückchen rauf natürlich. Schauen uns dann gleich jetzt nochmal an, wie er hier seine Arbeit verrichtet. So. Da habe ich jetzt vergessen, nochmal zu schauen, was da die Arbeitsbreite eigentlich ist. Ob das jetzt da steht. Da habe ich wirklich gerade drauf vergessen, da habe ich wirklich verschlafen. Aber da schauen wir gleich nach, ob sich das hier hinzufügt. Ja, Arbeitsbreite hier 12 Meter. Ja, das hätte beinahe hier das vergessen. Schauen wir uns hier gleich hier unsere Lok mal an. Irgendwie eine Anhängelur drin. Komisch. Okay, irgendwas wegen Physik. Ah, Warning. Okay. Reifen. Ja, also das kommt hier, wie wir sehen, jetzt hier von den, hier von unseren Fiegel. Wie wir sehen, kommt es dann gleich danach. Schon mal sehr interessant. Okay. Naja, schauen wir mal, dass wieder ein Update kommt. Wäre echt super. Ich hoffe, jedes auf alle Fälle. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.